Hey Freunde, willkommen zur vierten und letzten Vorfreude-Tour 2023. Ich habe wieder ein paar Schmankerl für euch rausgesucht. Wir haben hier die Bombardos, wir haben Magnum Böller, Thunderstrike, wir haben einen kleinen Ausputzer-Vulkan, wir haben die Nuklear-2-Fontäne, eine Sechsfach-Fontäne, wir haben das kleine Sommerglück von Evolution Fireworks, wir haben den 3-Schocker Brokat Silberblinker, also die Nummer 1 sozusagen aus den Schockern. Wir haben als nächstes eine Butterfly von Sky Paint so rum. Und wir haben einen Blutmond von Argento. Und das Finale besteht aus der Leidenschaft von Rayakio. Ich kann es immer nicht ganz aussprechen, hier habt ihr es. Die Batterie ist in Zusammenarbeit mit Röder zum Beispiel entstanden. Und Röder hat mir die freundlicherweise gesponsert. Sprich, der Sponsor oder der Hauptsponsor des Videos ist Röder. Mit Material natürlich. Und wir haben sogar noch, habe ich vergessen, Topaz-Raketen von Volkov. Also Freunde, ich hoffe, euch gefällt die Zusammenstellung für die letzte Tour. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. Also übrigens, Röder ist unten verlinkt. Es würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut bei Röder. Und natürlich, lasst euch gerne mal ein Like und ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Nee, wir gehen jetzt raus zur Zündung. Also bis gleich. So Freunde, willkommen zum vierten Vorfreude-Teil. Heute ist wieder sehr windig, was natürlich sehr schlecht ist für uns, aber wir versuchen unser Bestes. Wo kam der denn her? Wir haben hier wie gesagt die Magnum, die Thunderstrike und die Bombardos-Kette und ich wollte mal sagen, wir fangen klein, groß und Kette oben. Ne? Die sind doppelt, ach so, heilige Scheiße. Also Freunde, die Thunderstrike kann ich schon mal nicht empfehlen, tut mir leid, aber die sind oben zu mit so einem Plastikfropfen und unten mit Plastikfropfen und Gips. Wir schauen uns die jetzt trotzdem erstmal an und ich habe auch gesehen, wir haben einmal grüne Lunte und einmal orangene Lunte. Pinke, nicht orange. Tja, ich zünd mal einen pinken an. Ja, normale Lunte. Ui, aber laut sind sie und Gipsfropfen, ne? Auch nicht in meine Richtung. Ja, also von der Lautstärke kann ich sie jetzt doch wieder empfehlen, aber macht vorher die Plastikdinger ab. Das ist, denke ich mal, besser. Hätte ich jetzt natürlich auch machen können. Ich bin auch doof. Hey, die sind sehr laut. Sehr laut. Ich würde es so ja vergleichen wie mit den roten Crosaur. Ja. Also, ich muss sagen, trotzdem eine Kaufempfehlung für normale Böller, sage ich jetzt mal. Ja, sehr gut. Machen wir noch zwei. Bei ihr seid. Frohes Neues! Pink. Ist der Gips? Die lauter sind. Weil die sind ja so fünfmal so groß. Die guten Spanish Magnum. F2 natürlich, GBV Weco. Sprich, eigentlich ganz legal für deutsche Verhältnisse. Wir haben hier eine NEM von 2,8 Gramm. Ja, da muss ich leider sagen, die kleinen waren doch etwas lauter. Nicht viel, aber etwas. Also die machen mir jetzt nicht so ein Klingeln im Ohr. Das ist eher hier so ein D-Böller, würde ich jetzt sagen. Von der Lautstärke her, normaler D-Böller. Ja, so haben wir noch mal gesehen kurz. 2,8 Gramm. CE F2, deutsche Beschreibung. Und Schluss. So, dann zu guter Letzt haben wir hier die Bombardos. Könnte man auch so anhängen oder in Tee machen, so als Teebeutel. Ja, GBV Weco, ich zünd's einfach mal an. Mit Schlussknall, drei auf einmal. Ja,
Ich fand jetzt, muss man nicht unbedingt haben. Aber als kleine Knallkette ist in Ordnung. Die, was war denn? Weiß ich selber nicht. Nuklear 2 Fountain. Fontäne machen wir noch ein bisschen weiter in der Mitte. Ja. Viel Spaß bei der Zündung. Die brennt wohl ein bisschen länger. So, jetzt kommen wir mal zum direkten Vergleich von den, ja, den zwei kleinen Vulkanen. Die nehmen wir am besten auch mal mit. Die kannst du beide hier gleichzeitig zünden. Der da ist nur Reserve. Ach, das ist eine Reserve. Ja, ja, hier ist ja die Zündschnur halb raus. Achso, gut. So, die gleichzeitig zünden. Die wollen wir nicht mal vergleichen, weil eigentlich kosten sie genauso viel. Gucken, ob der eine angeht. Wenn nicht, machen wir doch einen. So, wir machen dann jetzt hier den 3-Schocker, die Nummer 1 Brokat Weißblinker und ja, viel Spaß. Schön die Teile. So, haben wir hier das Sommerglück. Mal gucken, hat keinen Standfuß. Ja. Weiß ich nicht. Die Batterie sieht so aus, als ob sie schon umfallen würde. War es auch schon, schöne große Bouquets, ja, ah, unter 5 Euro die Batterie, das weiß ich auf jeden Fall. Die schmökelt auch so, das ist natürlich scheiße bei Wind. So, jetzt kommt die schöne Butterfly, ich finde ja das Design ganz schön, mal gucken, was die so drauf hat. Gekostet hat sie, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, 12 bis 14 Euro, müssen wir noch mal schauen. Ui. Fand
naja, preislich, weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt haben wir hier den Blutmond von Argento. Machen wir mal an, das Ding. Schauen wir uns an. Vorstellen habe ich es euch ja schon. Machen wir mal an, den Blutmond. Warum? Brenn? Schöner Blutmond, Blutmond. Sehr schön eigentlich. Kann man auf jeden Fall nachkaufen. So, dann haben wir ja das Topaz-Set, glaube ich, vom Brückhoff. Finden wir mal eine Gewürze. Oh, eine große ist eine Plop-Rakete. Schauen wir mal, ob die andere große auch eine Plop-Rakete ist. Würde mich jetzt mal interessieren. Tatsächlich. Jetzt schauen wir mal die anderen an. Jetzt zünden wir mal hier so eine kleine und eine mittlere. Ui, alles Plop-Raketen. Naja, freue mich jetzt nicht so vom Hocker. Machen wir mal drei Lema. Vielleicht macht es ein bisschen Effekt am Himmel. Ja. Und die Schlussrakete, der Schlussplop für euch. Ah, hat der Schlussplop. Willkommen zum Abschluss der vierten Vorfreude-Tour, der schöne Verbund und let's go. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und wir gehen mal noch ein Stück weiter weg. Wahnsinn, das Teil. Schöne bunte Farben, schöne Schussfolge. Kann ich echt nur empfehlen. Also Freunde, macht's gut.